als Programmierer vom Strand aus arbeiten. Also irgendwie durch die Welt reisen, von überall aus arbeiten, mit der Kokosnuss in der Hand, den Blick auf das Meer vom Strand aus und die Freiheit genießen. Das ist auf jeden Fall der Traum von vielen, vielen Leuten da draußen, die gerne Programmierer werden wollen. Aber wie schaut das Ganze eigentlich in der Realität aus? Auf jeden Fall ziemlich anders, als sich viele das hier alles vorstellen. Und darüber reden wir heute. Und falls du es noch nicht wusstest, ich habe selber auch schon das ein oder andere Mal als digitaler Nomade gearbeitet. Ich habe beispielsweise von Mexiko aus gearbeitet, von den Kanarischen Inseln oder von Malaga im Süden von Spanien und habe da überall programmiert. Und das Ganze ist ehrlich gesagt ziemlich anders gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Und genau deswegen reden wir darüber heute mal. Jeder kennt wahrscheinlich diese Werbung, wo jemand vom Strand aus arbeitet. Laptop im Schoß, Sonnenbrille auf und der Blick aufs Meer. Und die Arbeit ist jetzt eh nicht so sonderlich schwer. Und wenn es mal zu heiß wird, dann springt man halt schnell ins Meer oder in den Pool. Und am Abend geht man dann richtig schick essen und geht dann vielleicht noch feiern. Bei mir sah das Ganze ehrlich gesagt ein bisschen anders aus. Ganz konkrete Geschichte. Ich war damals unterwegs in Cancun, Mexiko. Und natürlich hatte ich auch meinen Laptop dabei. Ich war damals noch angestellt für eine Firma und musste eine App entwickeln, die wirklich, wirklich wichtig war für den Erfolg der Firma. Und irgendwann habe ich halt mal so eine Weile nicht auf mein Handy geguckt und habe plötzlich gesehen, dass dort über 20 Anrufe in Abwesenheit waren. Und wie sich herausgestellt hat, hatte diese App einfach einen sicherheitskritischen Fehler. Ja, also eine riesen Sicherheitslücke, die sofort geschlossen werden musste. Ja. Und das heißt, wenn man halt gut entwickelter Tech-Lead ist, dann ist es halt auch super, super wichtig, dass man für solche Sicherheitslücken immer gerade steht und diese halt sofort schließt. Also das ging nicht, dass ich sagen konnte, okay, die mache ich mal in einer Woche. Die musste sofort geschlossen werden. Und ich war damals in einem Hostel, das war übrigens das günstigste Hostel auf meiner gesamten Reise. Es hat, glaube ich, 11 Euro zu zweit gekostet pro Nacht mit Frühstück. Und das Internet war natürlich auch ziemlich, ziemlich bescheiden. Und ich hatte nicht mal einen Schreibtisch oder sowas. Ich hatte einfach ein schlechtes Bett, wo man echt nur in der hintersten Ecke gerade noch ein bisschen Internet hatte. Dann hatte ich so meinen Laptop auf dem Schoß und musste von dort aus meine App reparieren. Und das war natürlich über die Distanz und mit der Zeitverschiebung und vor allen Dingen auch, weil das Internet so schlecht war und es keinen Schreibtisch gab, wirklich ziemlich schlecht. Es hat dann alles funktioniert, aber es war auf jeden Fall kein Spaß, bei 40 Grad in diesem Hostel zu sitzen. Okay, auf der anderen Seite habe ich aber auch schon mal vom 5-Sterne-Hotel aus in Ägypten gearbeitet. Es war November, in Deutschland ist schon langsam der erste Schnee gefallen und in Ägypten hatten wir immer noch angenehme 25 bis 30 Grad. Ich hatte bestes Internet und es war wirklich komfortabel. Aber welche dieser beiden Geschichten ist denn jetzt die realistischere? 5-Sterne-Hotel? Oder billiges Hostel, wo es total unangenehm ist. Also zuerst einmal, vom Strand aus arbeiten ist leider niemals eine Option. Das ist alles nur Werbung, wenn man sowas hört. Es kommt meistens Sand in die Tastatur, es ist so hell, dass man den Bildschirm sowieso nicht sehen kann und meistens ist es auch noch so heiß, dass dann im schlimmsten Fall dein Mainboard explodiert. Also, auch wenn viele Strände inzwischen vielleicht sogar WLAN haben, ist das Ganze vom Strand aus arbeiten auf jeden Fall eine sehr unrealistische Fantasie. Der zweite Mythos ist, dass man die ganze Zeit baden geht, viele Leute kennenlernt, Party macht und so weiter. Auch wenn du von woanders aus arbeitest, ist das Ganze immer noch eine 40-Stunden-Woche. Ja, und in dieser 40-Stunden-Woche musst du natürlich performen, du musst gute Arbeit abliefern und du hast natürlich auch Meetings. Und für Meetings, spätestens dafür brauchst du auf jeden Fall immer einen ruhigen Raum, ja, brauchst ein gutes Mikrofon und kannst nicht die ganze Zeit irgendwelche Umgebungsgeräusche haben. Es kann nicht total schlechtes Internet sein. Nein, das Ganze funktioniert in der Realität nicht. Du kannst das vielleicht ein bisschen damit vergleichen, wie das in Deutschland ist, wenn es mal Sommer ist. Im Sommer haben wir in Deutschland ja auch schon mal 30 Grad und vielleicht sogar ganz selten 35. Trotzdem müssen wir auch dort immer ins Büro gehen, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, und müssen dort unsere Arbeit erledigen. Gut, am Wochenende kann man dann auch mal an den See gehen oder im Park mit seinen Freunden sich treffen. Das macht natürlich Spaß. Aber trotzdem muss man früh aufstehen und man muss arbeiten. Und so ist das Ganze im Urlaub natürlich auch, wenn man dort arbeitet. Es ist dann kein Urlaub mehr. Es ist immer noch Arbeit. Man ist nur an einem anderen Ort. Also 100-mal wichtiger als die Frage, von wo aus du arbeitest, ist die Frage, ob dir deine Arbeit Spaß macht. Also mir persönlich macht meine Arbeit sehr, sehr großen Spaß und deswegen ist es mir auch fast egal, ob ich jetzt gerade von Deutschland aus arbeite oder von den Kanarischen Inseln aus im Hotel arbeite, so wie jetzt gerade.
8 Stunden am Tag gucke ich eh mindestens in den Bildschirm, egal wo ich gerade bin, aber mir persönlich macht das jetzt sehr, sehr viel Spaß. Das Einzige, was sich als digitaler Nomade ändert, ist natürlich die Freizeit. Wenn man jetzt gerade unterwegs ist, kann man beispielsweise in seiner Freizeit neue Orte entdecken, an den Strand gehen, baden gehen, feiern gehen und das macht natürlich unglaublich viel Spaß. Aber trotzdem wirst du einfach 8 Stunden am Tag in den Bildschirm gucken. Das muss dir klar sein. Also ganz konkret hat für mich das digitale Nomadensein 2 Vorteile. Nummer 1 ist der Tapetenwechsel. Es macht einfach Spaß, mal irgendwo anders zu sein und nicht immer dieselben 4 Wände zu sehen. Und das andere ist ganz klar die Temperaturunterschiede. Also mir persönlich macht es nicht so Spaß, bei minus 10 Grad zur Arbeit zu fahren. Da bin ich doch viel lieber an einem Ort, wo es 20 bis 30 Grad hat. Die meiste Zeit arbeite ich allerdings von unserem Büro in München aus und jetzt nicht aus dem Ausland. Das Ganze hat 2 entscheidende Vorteile für mich. Das eine ist, dass ich immer den persönlichen Kontakt zu meinen Kollegen habe. Also das macht einfach erstmal mehr Spaß als über WhatsApp und Zoom und dann bekommt man natürlich auch ganz viele Sachen mit, die man gar nicht unbedingt mitbekommen würde, wenn man nur über Zoom redet. Und das andere ist natürlich, dass ich nach einigen Monaten meine Freunde schon vermissen würde. Und deswegen bin ich meistens nie mehrere Monate im Ausland. Jetzt kommen wir aber zur Antwort auf diese super wichtige Frage: Wie realistisch ist es denn überhaupt, als digitaler Nomade arbeiten zu können? Also, als Freelancer arbeitet man eh die meiste Zeit von zu Hause aus. Du hast einen Auftrag, zum Beispiel eine Internetseite für jemanden zu entwickeln und ob du das Ganze jetzt von dir zu Hause in Deutschland machst oder aus dem Ausland, das ist dem Auftraggeber normalerweise egal, sofern du denn natürlich eine richtig gute Arbeit ablieferst. Anders sieht das Ganze als Angestellter aus. Als Angestellter ist es natürlich so, dass der ein oder andere Arbeitgeber, wo du dich bewirbst, dich ablehnen wird, wenn du sagst, du möchtest gerne zu 100% remote arbeiten. Aber garantiert nicht jeder. Wichtig ist, wenn du das Ganze gerne machen möchtest, solltest du es schon im Bewerbungsgespräch sagen und nicht erst später. Ich würde sogar sagen, dass das Ganze in der heutigen Situation nochmal um einiges einfacher geht als noch vor 1 bis 2 Jahren. Ich meine, aktuell arbeitet ja eh gerade fast jeder von zu Hause aus. Und ich habe tatsächlich einige Freunde in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die Jobs verhandelt haben, wo sie zu 100% remote arbeiten. Also, kommen wir zum Fazit. Solltest du jetzt digitaler Nomade werden oder nicht? Fakt ist, dass das Ganze nicht so bilderbuchhaft ist, wie sich das die ein oder andere Person hier vielleicht vorstellt. Es hat auch ganz klare Nachteile, die ich angesprochen habe in diesem Video, aber natürlich auch den ein oder anderen Vorteil. Letztendlich musst du das Ganze natürlich für dich entscheiden. Und mich würde jetzt vor allen Dingen mal deine Meinung interessieren. Warum möchtest du denn digitaler Nomade werden? Oder ist das überhaupt dein Ziel oder möchtest du Programmieren aus einem ganz anderen Grund lernen? Schreib das Ganze natürlich gerne in die Kommentare. Ich freue mich echt über jeden einzelnen Kommentar und wir versuchen auch die meisten hier zu beantworten. Ansonsten kannst du natürlich auch, wenn du eine Idee hast für ein neues Thema, das Ganze gerne auch in die Kommentare schreiben. Da holen wir nämlich tatsächlich sehr viele Themen her. Und das heißt, es ist sogar sehr wahrscheinlich, wenn du dir ein Thema wünschst, dass dazu in Zukunft auch ein Video kommen wird. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Mach's gut, dein Yunus. Ciao.